Ein Hörbuch? Du, der Herr, ich hab hier ein wunderschönes Märchenbuch. Wollen wir dann mal zusammen ein paar Märchen? Wir suchen uns einen Tag raus und dann setzen wir uns an den Kavala Marktplatz und dann machen wir eine Märchenstunde. Können wir drüber reden? Die schönsten klassischen Märchen. Da Ja, sind drinne zum Beispiel. Hänsel und Gretel von Seite 8 bis Seite 16. Die Bremer Stadtmusikanten von der Seite 17 bis zur Seite 20. Rotkäppchen von Seite 21 bis Seite 24. Rumpelstilzchen von Seite 25 bis Seite 27. Können Sie die mal Schneeflittchen tasern? von Seite 25 bis Seite 27. Können Sie sich hier die Aschenputtel Ohren zu halten von Seite 8, oder sich von diesem Ort entfernen? nee, von Seite Okay, dann 27 kann ich ihn leider bis nicht. Seite 37. Rapunzel von Seite 39 bis Seite 76. Hans im Glück von Seite 40 bis 46. Moin. Schneeweißchen und Rosenrot Moin. von Seite 52 bis Seite 56. Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich. Kennen Sie das? Die meisten habe ich mal gehört. Aber können Sie es Ja, auswendig und liest und es gerade vor? nö. Ich lese das gerade vor. Beziehungsweise Ich dachte gerade auswendig. Ich schon. meine, ich hab ja nichts gerade in der Hand oder so. Der So. alte Mann. Der Froschkönig von Seite 66 bis 69. Froschkönig Der hatten wir kleine schon. Däumling von Seite 70 bis 75. Das Wovon tapfere redet ihr Schneiderlein eigentlich? von 76 Märchen. bis 86. Frau Holle von der Ja, und warum erzählt ihr das? 91 bis zur Seite 93. Von dem Fischer und seiner Frau von Seite 94 bis zur 105. Und Tischlein deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack von Seite 105 bis Seite 118. Was wollen wir denn uns eigentlich mal aus dem Buch heraus? Bitte einmal abspeichern, Hartwig.